Hallöchen, mein Lieben, und willkommen zu Junes Geburtstagsparty. Wir nehmen euch heute mit durch den Tag bzw. durch das Wochenende, denn heute ist Samstag und die Party findet morgen statt. Aber ich wollte euch natürlich bei den Vorbereitungen mitnehmen, habe ich euch ja versprochen. Ich bin schon den ganzen Vormittag hier in der Küche am Machen und Tun und die Spülmaschine ist jetzt endlich fertig. Das heißt, ich kann jetzt endlich den Kuchen backen. Wir haben es gleich 10 Uhr. Und ich habe tatsächlich heute auch nur den Vormittagszeit bis 13 Uhr. Und danach sind wir auf einem Kinderfest. Das heißt, ich muss mich tatsächlich ein bisschen beeilen. Ich möchte jetzt zwei Kuchen machen, beziehungsweise zwei Torten backen für morgen. Und die müssen heute auch schon fertig sein, weil morgen schaffe ich das auf gar keinen Fall. Morgen früh muss ich den ganzen Rest machen. Heute Morgen habe ich hier schon einmal den Pudding fertig gemacht für die Buttercreme nachher. Ich habe auch schon Butter rausgeholt aus dem Kühlschrank, damit die genau die gleiche Temperatur hat wie der Kuchen. Ganz, ganz wichtig. Wie der Pudding. Der ist auch ja schon gut abgekühlt, aber noch nicht fertig. Aber die Buttercreme brauchen wir ja auch erst am Ende. Habe ich meine zwei Tortenringe. Da werde ich hier einmal den Schokokuchen gleich machen, hier einmal den ganz normalen. Genau, also ich mache zwei Torten. Einmal wird es eine Schafstorte mit Erdbeer- und Vanillefüllung und einmal eine Schokotorte. Genau, für die Schokotorte, da habe ich dann hier auch so Schokotropfen und da kommt nachher diese Glasur hier rüber. Und hier seht ihr vielleicht ein bisschen, da habe ich oben auf dem Regal jetzt hier gerade schon mal die Ohren für die Schafstorte gemacht. Die trocknen hier gerade. Das ist von Dunst, das habe ich heute Morgen schon mit Lia fertig gemacht. Und hier sind die Augen für die Schafstorte auch schon heute Morgen fertig gemacht, damit es jetzt schön durchtrocknen kann, damit es morgen wirklich schön hart ist. So, ich habe jetzt hier einmal die Küchenmaschine aus der Spülmaschine, also die Schüssel aus der Spülmaschine geholt. Und da werde ich jetzt den Biskuit drin machen. Eigentlich mache ich das immer sehr, sehr gerne. Also ich backe sehr, sehr gerne mit dem Handrührer. Mag ich einfach lieber. Aber die Eier muss man jetzt 6 Minuten schlagen oder 7 Minuten schlagen und das ist mehr. Mit dem Handrührer, also ein bisschen so. Genau, die Kinder sind übrigens nicht so gut gelaunt heute. Also heute ist wirklich total stressig, allgemein die letzten Tage. Aber ja, ich bin ja die ganze Zeit nur am Vorbereiten und hier mein Kopf ist die ganze Zeit nur an diesem Sonntag. Die Eier am Schlagen. Jule ist hier dabei im Stuhl. Ist es? So, Lia hat fleißig geholfen hier beim Biskuitteig. Der ist auch richtig schön geworden. Richtig schöner Biskuit. Den mache ich jetzt hier in die große rein. Und hier machen wir dann gleich nochmal dasselbe, nur für Schoko. Und welchen esse ich mit Jona? Den Schafkuchen? Ja, guck mal, wir haben viel zu viel für die kleine Form hier. Sehe ich gerade. So, das ist der Schokoteig. Dann haben wir auch wieder die Eierschlage. Hier sieht es aus wie Sau. So, Nummer 1 ist fertig und schmeckt fantastisch. Lea hat ja schon ein Stück und ist am Probieren. Der zweite ist jetzt im Ofen. Genau. Aber das hier wird jetzt die Schafstorte und die ist jetzt, wie gesagt, schon fertig. Der Pudding ist auch schon kalt, aber ich mache das mit dem Bestreichen natürlich erst, wenn der Kuchen kalt ist. Die Buttercreme, Lia, ist fertig. Ich habe die noch weiß eingefärbt. Und ich habe den Kuchen auch schon jetzt in 3 Stückchen verteilt und werde die jetzt einmal schichten. Ich bin gespannt, ob das was wird. Ich bin echt begeistert von der Buttercreme. Also, die ist so schön weiß geworden. Hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich ist die ja total gelb, natürlich durch die Butter und durch den Pudding. Aber die ist echt richtig, richtig schön weiß geworden. Seht ihr, ne? Richtig toll. Genau. Und, ach so, wie ich das gemacht habe, einfach ein bisschen lilane Lebensmittelfarbe rein. Aber nur wirklich so ein ganz kleiner Tropfen nur, sonst wird es natürlich lila. Das hat echt mega, mega geholfen. Ich mache jetzt hier übrigens gerade die Schicht mit den Erdbeeren. Eine Schicht habe ich schon, also jetzt der letzte Boden. Genau. Da kommen jetzt noch ein paar Erdbeeren dazu. Und dann geht es weiter hier mit dem Rest Buttercreme. So ist gerade der Zwischenstand. Hier sieht man die leckeren Erdbeeren. Und ich bin echt mega stolz auf mich. Die sieht einfach richtig lecker aus und ist auch total lecker. Die Buttercreme brauche ich zum Glück nicht gerade einstreichen, weil ich sie ja gleich sowieso noch einmal anders, wie sagt man,
dekoriere. Genau, hier vorne habe ich jetzt so ein kleines Feld von Dante gemacht. Da kommt nachher das Schafsgesicht drauf. Oh mein Gott, Leute, ich bin so stolz auf mich. Es klappt einfach. Oh mein Gott, garnieren war noch nie mein Ding. Aber ich habe so einen neuen Spritzbeutel. Und damit ist das so genial. Schaut mal. Es sieht so süß aus, oder? Das ist jetzt die Wolle, die Schafswolle. Gott, süß, oder? Ich bin voll verliebt. Guten Morgen, meine Lieben. Es geht weiter hier in der Küche. Ich bin vor... Moment. Eine Stunde aufgestanden. Und ich habe ja schon den kompletten Backofen voll. Drei Backbleche. Voll mit Pizzaschnecken, Würstchen im Blätterteig, kleine Brötchen, kleine Mini-Pizzen, alles komplett voll. Und jetzt bin ich hier gerade mit der June und wir haben uns hier Tomaten geschnappt und machen jetzt Tomaten-Mozzarella-Spieße. Das ist nämlich das Einzige, was ich gerade machen kann, wo ich den Backofen nicht brauche, denn hier für die nächste überbackene Brezel brauche ich auch wieder den Backofen. Genau, ich habe hier mir übrigens eine Liste gemacht mit allen Sachen und da werde ich jetzt immer abhaken, was ich fertig habe, damit ich das auch schnell und effizient alles schaffe. Genau, ich habe schon relativ viel fertig, aber es fehlt noch relativ viel, auch so Mini-Pancakes, Wraps, Sandwiches.